So, nach einer kurzen Pause mit den Videos möchte ich euch alle wieder herzlich begrüßen. Ich bin die Monika Steiner, komme aus Rankweil, mache seit 20 Jahren Lumara und heute mache ich mit euch zusammen eine Schwarzwälder Torte. Und zwar nehme ich da einfach nur 5 Eier, gebe sie in meine Rührschüssel rein. Ich verwende immer M-Eier von der Größe her, also nicht zu große oder ganz kleine verwenden, einfach die mittlere Größe. Da gebe ich jetzt 5 ganze Eier rein, nicht teilen. Alles rein. Dann geben wir 100 Gramm Zucker dazu, direkt zu den Eiern dazu. Dann nehmen wir 100 Gramm Mehl. Ich habe da ein frisch gemahlenes Dinkelmehl. Ich mache sehr viele Kuchen mit Dinkelmehl und da ihr Mühle habt, nehme ich immer gleich das frisch gemahlene. Ihr könnt aber genauso ein normales Weizenmehl oder ein gekauftes Dinkelmehl verwenden. Und da dazu gebe ich jetzt 100 Gramm Biskuit fein. Biskuit fein ist eine stärkere natürliche, wo den Biskuit einfach lockerer macht und viel feiner. Dann gehört noch die fünfte Zutat dazu, 100 Milliliter lauwarmes Wasser. Wie ihr seht, alles in die Schüssel rein und ich gebe jetzt, weil ich einen braunen Teig möchte, noch ein Backerl Schokoladepudding dazu. Jetzt haben wir die 6 Zutaten in der Schüssel und jetzt rühre ich das Ganze 8 Minuten mit der Maschine. Nachdem wir jetzt den Teig 8 Minuten mit der Maschine gerührt haben, schaut das so aus. Der ist jetzt ganz fein fluffig. Ich habe jetzt hier unsere Drehplatte. Euch ganz kurz. Die Drehplatte ist ganz fein, die lässt sich drehen. Ich arbeite in der Höhe für meinen Rücken etwas feiner. Da lege ich jetzt den Rost drauf, auf dem, was wir backen. Wir backen auf einem Stabrost. Die Backfolie drauf. Die Backfolie könnt ihr 700-800 Mal verwenden. Wichtig ist nicht drauf schneiden. Und da stelle ich jetzt mein Achteck drauf. Ich finde die Achteckform ganz eine super tolle Form. Mal etwas anderes. Ihr könnt ganz toll eine Stopptafel draus machen oder einen Obstkorb oder Windräder. Da stelle ich euch mal ein Foto rein, wie ein Windrad ausschaut aus dem Achteck. Seht ihr, der Biskuit ist ganz fluffig, ganz cremig durch das Biskuitfein, durch die Stärke ist der ganz toll. Die Schüssel putze ich jetzt mit dem Allzweckschaber aus. Der Allzweckschaber gibt es in 3 Größen. Der Mini nehme ich immer für Marmelade, Nutella-Gläser. Der zweite ist der mittlere für eher kleinere Gefäße und der große natürlich für die großen Sachen. Ich verteile mal den Teig jetzt mit dem Schaberbitz. Unsere Formen müsst ihr nicht fetten, nicht mehlen, nicht ölen. Wie ihr seht, einfach den Teig einfüllen, glatt streichen und ab ins Backrohr. Ich habe jetzt da in der Hand noch die Winkelpalette. Ich liebe die große Winkelpalette. Da kommt es immer drauf an, mit was man lieber arbeitet. Wir haben eine große und eine kleine und ich liebe meine große Winkelpalette. Ich streiche mir jetzt mit der großen Winkelpalette den Teig da ganz glatt rein. Wenn sie da zwei, dreimal rumfahrt, ist alles glatt. Der Rest streifen wir ab, geben es oben nochmal drüber und schon haben wir den Biskuit fertig. So einfach geht ein Schokobiskuit mit Lumara. Das war jetzt Teil Nummer 1, der Schokobiskuit und wer Lust hat, kann gerne den zweiten Teil anschauen. Der zweite Teil ist, wie mache ich ein Schwarzwälder?
So, weiter geht es mit dem Teil 2 unserer Schwarzwälder Kirschtorte. Ich habe jetzt da in der Hand unser kleines Siebset von Lumara. Das ist ganz ein tolles Set, und zwar ist da innen ein kleines Sieb und die Schüssel. Ich gebe das jetzt einfach beides zusammen, gebe ein Glas Kirschen rein. Ich habe mir da welche ausgesucht, wo keine Kerne drin haben und leicht gezuckert sind. Wir benötigen jetzt 2 von denen. Dann nehme ich da die Schüssel, gebe die Kirschen, die abgetropft sind. Ich mache das jetzt so, dass ich die Flüssigkeit in unsere große Rührschüssel gebe und die Kirschen in dem kleinen Sieb einfach weiter abtropfen lasse. Ich finde das immer ganz fein, weil ich den Saft immer wegnehmen kann und das so stehen lassen kann. Bei dem kleinen Siebset können Sie auch ganz toll Fleisch auftauen, ohne dass es in einem eigenen Saft liegt. So. Das sind unsere Rührschüsseln, sind unsere Melaninschüssel, ist jetzt die 3-Liter-Schüssel. Die 3-Liter-Schüssel ist eine super tolle Schüssel, weil ich sie von oben halten kann und gleichzeitig von unten, und hat einen Ausgießer dabei, dass ich es gut ausleeren kann. Wir geben jetzt zu den Kirschwasser noch 30 Gramm Zucker dazu und etwas Rum. Jetzt gibt es immer wieder die Diskussionen, Kuchen mit Alkohol oder nicht mit Alkohol. Damit wir dieses Mal in unserer Kirschtorte keinen Alkohol drin haben, gebe ich jetzt nur ein halbes Flaschen Rumaroma dazu. Dann habe ich auch den Geschmack von dem Rum drin, aber keinen Alkohol. Und somit können es alle Kinder genauso essen. Das ist unser Tellerbesen, und zwar der große. Mit dem rühren wir das einfach ein bisschen zusammen. Gib noch in die Kirschfülle ein bisschen Zimt. Jetzt werden manche sagen, wieso tut es jetzt ein Zimt rein? Ich finde es einfach in einer Schwarzwälder Kirschtorte gibt es ganz ein feines Aroma. Dann haben wir bei Lumara ein Fruchtquell. Das Fruchtquell ist nichts anderes wie eine modifizierte Stärke. Und könnt ihr einfach in den Saft einrühren. Ihr rührt auf einem Tellerbesen mit. Das bindet euch gleich die Flüssigkeit. Wie ihr seht, gibt es auch keine Böllchen drin oder so kleine. Also es gibt euch keine Knötchen. So. Wie ihr seht, zieht es da schon, ohne dass ihr lang kochen müsst, noch einmal ein Geschirr in die Hand nehmen müsst. Und so habt ihr eure Kirschfülle schnell, einfach gemacht, ohne dass ihr lang machen müsst. Also ohne Aufkochen, ohne weiteres. Ich habe das jetzt angedickt. Wenn ich das jetzt eine Minute noch stehen lasse, ist es noch fester. Ich gebe jetzt da den übrigen Kirschsaft noch dazu und die Kirschen. Warum ich die Kirschen zuerst weggetan habe und jetzt wieder dazugebe, weil so kann ich sie jetzt ganz vorsichtig unter meine verdickte Masse einfach unterheben und habe da noch die ganzen Kirschen, also wenn ich reinbeiße, habe ich den feinen Knack der Kirschen noch drin. Das ist jetzt unsere erste Fülle zu unserer Schwarzwälder Variation. So, der Teig ist ausgekühlt und jetzt nehmen wir unsere Platte. Ich nehme da die größere, das ist die Edelstahlplatte mit der großen Unterlage, hat den Durchmesser von 34 cm. Jetzt halte ich einfach die Backfolie ein bisschen in die Höhe, halte die Backform und fahre mit der Platte drunter. Somit kann ich das Kuchengitter wegnehmen und auf die Seite stellen. Jetzt gehe ich her. Halt den Kuchen ein bisschen in die Höhe, klapp die Backfolie nach unten und ziehe sie unten aus dem Kuchen raus. Meistens sind dann da ein bisschen Bröseln, die gehen wir nachher weg.
Jetzt nehme ich unser Allzweckmesser, das hat da eine feine Schneide. Ich nehme es irrsinnig gern zum Gemüseschneiden her. Da hat es eine runde Kante und dadurch kann ich ganz gut, wenn ich einen Kuchen aus der Form auslöse, hier entlang fahren, ohne dass ich mir unten irgendwas beschädige. Also ich fahre immer mit dem Messer rein, fahre bis zur nächsten Kante, ziehe wieder raus, aber ich schneide nicht mit der Schneideseite, sondern mit der hinteren, dem hinteren Rücken. So, dann ziehen wir die Backform weg. Jetzt nehme ich noch das Tortenmesser. Das Tortenmesser hat eine Länge von 34 cm. Ich lege jetzt einfach die Hand gerade auf den Teig, fange an zu sägen und drehe mit der Drehplatte meinen Kuchen und säge und drehe und säge und drehe. Früher habe ich einen Kuchen nie gerade zum Durchschneiden hergebracht. Mittlerweile bringe ich jeden Kuchen gerade her. Ich lege einfach nur die Hand flach drauf, setze mit dem Tortenmesser an und säge. Einfach kurz überall einen Zentimeter einschneiden und dann drehe ich die Platte. Und immer einen Zentimeter weiter sägen, drehen, sägen, drehen. Auch so bekommst du ganz einen geraden Teig hier zum Auseinanderschneiden. Und dann schneiden wir noch einmal. Ihr seht, ihr bringt es mit dem Tortenmesser, das hat ganz einen geraden Rücken, schneidet gut. Meines ist 20 Jahre alt, was ich da in der Hand habe, und schneidet immer noch so gut wie am ersten Tag. Und dann bringt ihr den Biskuit ganz dünn auseinander. Jetzt sind hier noch Bröseln vom Biskuit. Die nehme ich einfach den Teigabstecher und fahre so rundherum. Somit ist meine Tortenplatte sofort wieder sauber und ich habe keine Reste. Jetzt haben wir ganz eine tolle, saubere Platte wieder. Jetzt nehmen wir unseren großen Spritzbeutel. Der Spritzbeutel, da habe ich eine 10er Lochdülle drin. Ich drücke die ganz nach vorne, drehe dem Spritzbeutel den Kragen um, sage ich immer. Den halben Spritzbeutel umstülpen und dann geben in unseren Spritzbeutelständer. In der Schüssel habe ich Sahne steif geschlagen. Die Sahne ist ganz knapp steif, so dass wir jetzt unsere Torte ganz toll einsetzen können. Ich nehme jetzt die Form. Mittlerweile abgespült, stell die rund herum, nimm den Spritzbeutel mit der Sahne, drück es etwas nach vorne und geh her und spritz die Sahne ganz an den Rand. Spritz da gleich den Rand etwas hoch, damit die nachher die Sahnetorte gleich außen toll verziert habe. Mit der Drehplatte geht das ganz toll, weil da muss ich mich nicht immer über den Kuchen drüber beugen, sondern habe das gleich, ohne dass ich eine Rille habe, gefüllt. Drehen wir es immerhin so, dass ich reinziehe, dass ich auch sehe, dass nirgends ein Loch ist. So, jetzt haben wir es auswendig ziemlich gleichmäßig hochgefüllt. Ein kleiner Kontrollblick. Wenn ein Loch ist, spritzt es einfach so zu. Und dann geben wir den Sack wieder in den Spritzbeutelständer rein. Ich habe jetzt da noch übrige Sahne. Also da habe ich ungefähr ein Backerl Sahne verwendet. Jetzt nehme ich unser Kuchenzauber Vanille und gebe in die restliche Sahne 3 Esslöffel Kuchenzauber Vanille. Dann hat unsere Sahne einfach einen kleinen Stand.
ist eine Sofort-Gelatine drin, wo sofort bindet. Beziehungsweise in der Vanille ist ein Johannesbrotkernmehl drin und gar keine Gelatine. Also wenn jemand tierische Produkte isst, kann er unsere Vanillecreme gut verwenden. Jetzt haben wir da die fertige Vanillecreme. Ach ja, die Vanillecreme ist auch unsere Maria-Hilf-Creme, sagt unsere Chefin immer dazu. Wird mal eine Creme nicht so fest, wie sie sollte, nehmt ein bisschen Vanillecreme und schon habt ihr eure Kuchen angedickt, eure Creme. Jetzt nehmen wir den Spritzsack mit der Vanillecreme kurz mal raus. Legen ihn auf die Seite. Dann habe ich da noch einen zweiten Spritzsack gerichtet mit der großen 20er Lochfülle. Auch diesen stülpe ich wieder um und fülle den mit unserer Kirschfülle. Das Feine ist natürlich, jetzt kann ich mit einer Hand die Schüssel halten und mit der anderen Hand kann ich meinen Spritzsack füllen, dank unserem Spritzbeutelständer. Ihr seht eh, die Kirschen sind ganz. So, kurze Pause. So. Ich drehe den Spritzsack jetzt um. Mir ist da gerade Kirschfülle ist sehr schwer. Ihr seht, da zwei Kirschen daneben gefallen. Die tue ich jetzt weg. Ihr seht, auch mir passieren hin und wieder mal am Fehler. Aber jetzt geht es schon weiter. Und zwar nehme ich jetzt den Spritzbeutel mit der Kirschfülle und spritze die an Sahnerand hin. Also einfach nach dem Sahnerand eine Runde Kirschfülle für unsere Schwarzwälder Torte. Wenn jetzt jemand sagt, nee, mit Spritzbeutel arbeite ich nicht so gerne, dann streicht eure Fülle einfach drauf. Ich finde das ganz eine tolle Variante, wenn man Vanillecreme und Kirschfülle abwechselt, weil das schaut beim Anschneiden natürlich super toll aus. Wieder eine Runde Kirschen. Es gibt natürlich auch von der Schwarzwälder ganz viele verschiedene Varianten. Ihr könnt auch diese Art, so wie wir es jetzt machen, machen mit eurem Rezept. Ich habe jetzt in der Mitte keine Kirschen reingetan, weil wenn ich das Kuchenstück schneide und ihr habt da in der Mitte Kirsche, dann fällt mir die Kirsche immer raus. Drum schaue ich, dass ich als Abschluss immer die Kirsche drin habe. Wir geben jetzt drauf unser Biskuit, drücken den mit der Hand leicht ein bisschen fest, nehmen unsere Tränkliesel, da habe ich jetzt natürlich abgekochtes Wasser wieder mit Kirscharomen drin, tränke da kurz meinen Boden durch. Der Vorteil von unser Tränkliesel ist, ihr habt es nicht irgendwo, einfach nur ein Blatt oben. Wir gehen her, spritzen wieder einen Sahnerand, eine Kirschreihe. Jetzt habe ich es abgewechselt für die, die aufgepasst haben. Unten war die erste Reihe Kirsch, oben ist die andere Reihe mit Kirschen. Wieder eine Reihe Kirschen. So. Und in der Mitte wieder die Sahne, damit uns nichts davon rinnt beim Anschneiden. Dann lege ich mal den Biskuit wieder da in den Sahnerand rein. Drückt es wieder ein bisschen fest, damit es einfach miteinander verbunden ist. Dann ist es einfach ein bisschen kompakter.
wenn ihr den Kuchen anschneidet. Die nächste Reihe machen wir wieder Kirschen. Dazu gebe ich wieder den Spritzbeutel in den Spritzbeutelständer rein. So, das ist jetzt die letzte Runde mit den Kirschen. Da schaue ich jetzt einfach, dass die Kirschfülle auch fertig wird. Dann spritze ich lieber ein bisschen mehr mit Kirschen. Und spritz mir den äußeren Rand diesmal mit Kirschen. Und ihr seht, mit unserem Spritzbeutel geht das super. Der hält da wirklich was aus. Wichtig ist einfach beim Abwaschen vom Spritzbeutel, da geht es immer her und spritzt, wascht ihn zuerst mit Kaltwasser aus und dann mit Warmwasser. Wir haben da die Sahne gerade fertig. Dann drücke ich wieder mit dem Finger den Spritzbeutel ein bisschen rein. Nehmen wir da wieder die Sahne mit Vanillegeschmack. Weg. Nehmen den Spritzbeutel und spritzen da außen rum. Die Vanillecreme und wieder die Kirschcreme. So, jetzt haben wir ganz eine schöne, hohe Schwarzwälder. Und den Rest geben wir wieder Sahne rein. Jetzt drehe ich das Ganze um. Lege mal den letzten Biskuit drauf, drücke den ganz fest rein. So. Da einmal eine Runde. Ich gehe jetzt gleich her und gebe die Brösel, die mir rausgefallen sind, gleich nochmal auf den Biskuit drauf. Dann nehmen wir die Tränkliesel und tränken unseren letzten Boden nochmals mit Rumwasser. Und dann habe ich da noch ein bisschen Sahne übrig. Die geben wir jetzt da drauf. Ich habe jetzt da noch eine Vanillesahne. Ich mache jetzt den Rest einfach mit der Vanillesahne da voll. Nehme meine Winkelpalette und streiche das mit der Winkelpalette drauf. Jetzt ist der Teig etwas höher wie die Backform und ihr seht, die Vanillecreme lässt sich nicht so gerade streichen wie eine normale, eine weiße Sahne. Dann gehe ich einfach her, gebe das, was am Rand noch übrig ist, weg. Kann man ja so essen und ziehe mir die Backform einfach ein bisschen in die Höhe und da geben wir jetzt noch eine normale Sahne drauf. So, die Form etwas in die Höhe ziehen und dann nehmen wir da noch einmal eine Sahne. Da ist jetzt nichts drin, nur eine reine Sahne. Die streichen wir jetzt da glatt auf. So, dass wir ganz einen schönen glatten Rand bekommen.
Feine ist natürlich mit der Winkelpalette, kann ich wirklich eine große Fläche glatt streichen. Und das, was übrig ist, ziehe ich jetzt einfach mit der Winkelpalette ab. Durch die Kante von der Form, wo ich ein bisschen hochgezogen habe, habe ich eine schöne Auflage. Und ihr seht, wenn ihr jetzt nicht 100 Mal drüber fahrt, habt ihr eine ganz tolle, flache Sahne. Wichtig ist einfach nicht mit der Winkelpalette 100 Mal hin und her fahren. Kurz und bündig glatt streichen. Ich nehme jetzt da die kleine Blumendülle, gebe die in meinen Spritzer rein, schüttle den wieder über den Spritzerständer und gebe da meine restliche Sahne rein. So. Mit dem Allzweckschaber bringt sie die Schüssel auch ganz sauber zum Ausstreichen. Nimm jetzt da die Sahne. Als erstes geben wir noch schnell die Form weg. Und zwar halte ich einfach die Form links und rechts und ziehe die sofort runter. So, jetzt haben wir da ganz einen kleinen Abstand drin. Ein kleiner Rand, der war jetzt nicht so geplant, aber wir haben da eine kleine Winkelpalette und mit der Winkelpalette könnt ihr das ganz toll, oder mit der kleinen Palette könnt ihr das ganz schön glatt streichen. Ich möchte nicht, dass die Sahne ganz unten ist, darum habe ich es jetzt unten nicht ganz zugestrichen. Wir gehen her, nehmen unseren Spritzbeutel mit der kleinen Blumendülle und setzen einfach auf. Ich finde, das ist eine Dülle, da muss man nicht viel können. Einfach ansetzen, drücken, fertig ist die ganze Geschichte. Ich mache jetzt einfach am Rand und herum tupfen. Meine Torte sollte ziemlich eine klassische Schwarzwälder geben. Ist für eine ältere Dame zum Geburtstag. Und die möchte jetzt keine ganz moderne Torte. Zum Abschluss gebe ich da noch Kirschen drauf, kandierte. Damit es nicht zu viel wird, nehme ich da nur jedes zweite Tupferl, wo ihr Kirsche drauf gibt. Dann können Sie sie auch ein bisschen schmäler schneiden. Also ich muss nicht ganz kleine Stücke oder eine ganz große, sondern kann auch kleine schneiden. Und ich finde die roten Kirschen, die kandierten, peppen das Ganze einfach nochmal auf. Eine schöne rote Farbtupf oben. Bei jedem zweiten, ihr seht, die Blumentupfen passen ausgezeichnet dazu. Ich habe jetzt die Sahnetupfen nicht ganz an den Rand rausgemacht, sondern einen halben Zentimeter weiter drin, damit mir die Kirschen am Rand auch nicht runterrutschen. Und zum Abschluss nehme ich noch unsere kleine Pinzettenschachtel, gebe da mal Schokostreusel rein, da gibt es einen Deckel dazu. Und dann kann ich hergehen und kann die Spachtel quer zu meiner Torte halten und die Schokostreusel so langsam draufrutschen lassen. So, das sind etwas gröbere Schokostücke. Ich drücke sie dann gerne ein bisschen kleiner, damit sie einfach besser rausgehen. Und dann kann ich meine Torte auswendig rum mit
dem verzieren. Jetzt habe ich es ein bisschen abgekürzt, dass das Video nicht zu lang wird. Ich habe außen die Schokostreusel rumgemacht. Oben habe ich jetzt noch Streusel drauf getan, nicht um etwas zu verstecken, weil oftmals sagt man, wenn eine Torte nicht so schön wird, versteckt man es, sondern weil das einfach vom Geburtstagskind so gewünscht wird. Gell? Wir geben, also ich verteile jetzt den Schokostreusel noch ein bisschen mit dem Pinsel, damit es gleichmäßig auf der Torte oben ist. So, ich würde sagen, die Torte ist fertig, schmeckt sicher auch lecker und euch wünsche ich jetzt einen wunderschönen, feinen Tag. Tschüss!